Ja, Momo Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Final Fantasy VII im Remake. Und zack, wir wollten heute durch die Tür gehen, was wir auch definitiv tun werden. Ich habe eigentlich die Soundeffekte runtergestellt. Naja, ich mache einfach mal mein Mikro ein bisschen leiser und dann gucke ich mal. So, wir öffnen erstmal die Truhe. Gucken, was drin ist. Nice, ja. In der letzten Folge haben wir uns übrigens ganz schlicht und weg hierher gekämpft. Und es ist nichts Großartiges passiert. Ich habe das Spiel ein bisschen kennengelernt und das Spiel ist großartig! Großartig. So, das dazu. Was ist das? Achso, der Computer. Den kennen wir ja schon. Na gut. Hast du noch was zu sagen, Barrett? Ab hier wird der Reaktor noch besser bewacht. Also mach keinen Mist, verstanden? Das verstehe ich nicht. Das für, Moment, ich muss mal kurz was testen. Weil manchmal machen das die Entwickler ganz blöd. Achso, ich hab das. Oh. Nein, ich bin blöd. Okay. Einige Soundpakete, Sprachpakete sozusagen, sind quasi im ja, Sound drin und das ist ein bisschen blöd. Ab hier wird der Reaktor noch besser bewacht. Also mach keinen Mist, verstanden? Na gut, lauter ist es trotzdem nicht. Ich komm schon klar. Du bist mit Tifa befreundet? Geht mich ja eigentlich nichts an, aber wie gut befreundet? Seit der Kindheit. Hier kommen wir auch noch her. Das wird noch richtig, richtig cool. Hey, Cloud! Was ist das cool gemacht? Ich First Person. Mit dir. Tifa und ich. Netter BH übrigens. Gefällt mir. Dieses Ungeziefer da auf ihrem Bildschirm nennt sich Avalanche. Allerdings können wir noch nicht mit Sicherheit sagen, ob es dieselbe Gruppe ist, die damals das Attentat auf sie verübt hat. Die Untersuchungen laufen. Schon bald wissen wir sicherlich mehr. Während wir essen, während wir seelenruhig schlafen, die gesamte Zeit über saugt diese riesige Pumpe das Makro aus unserem Planeten. Ohne Rücksicht, ohne Pause! Mann, du denkst wohl, das wäre egal. Marco ist der Lebenssaft des Planeten. Ganz ähnlich wie das tiefrote Blut, das in unseren Adern fließt. Schnallst du nicht? Was passiert, wenn Shinra so weitermacht wie bisher? Du hörst wohl die Schreie des Planeten nicht, du herzloser Großkotz! Kannst du sie denn hören? Und ab! Dann geh zum Arzt. Dir zeig ich's! An deiner Stelle würde ich mich lieber um mein eigenes Leben sorgen. Überlass das Schreien doch dem Planeten. Jetzt gilt äußerste Vorsicht. Alles, was auch nur irgendwie verdächtig erscheint, wird abgeknallt. Ist das klar? Das sind automatische Mittelstreckengeschütze. Mit deinem Schwert kommst du da nicht weit. Also lass ihm seinen Auftritt. Dann mach dich mal nützlich. Oh.
Oh, Gruppe beigetreten. Barrett. Oha. Barrett ist auf Distanzangriffe spezialisiert. Wenn du Viereck gedrückt hältst, feuert er mehrere Schüsse hintereinander ab. Wechsel zu Barrett, wenn du aus sicherer Entfernung angreifen möchtest oder Gegner mit einem mit einer Nahkampfwaffe nicht zu erreichen sind. Weg da. Okay. Wenn dein Schwert nicht drankommt, übernehme ich. Das erledige ich im Armutbring. Dich mache ich zum Staub. Barrett führt mit Dreieck einen mächtigen Feuerstoß aus, der die ATB-Leiste stark auflädt. Die Spezialfähigkeit hat allerdings eine Nachladezeit, sodass du den Zeitpunkt für ihren Einsatz mit Bedacht wählen solltest. Drücke während der Nachladezeit Dreieck, um Energie aufzuladen und die Nachladezeit zu verkürzen. Also, achso, muss ich selber zielen? Wo zielst du überhaupt hin? Au. Hat er auf die Plattform gezielt? Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Okay, was hast du für Kommandos? Reduziert vorübergehend den erlittenen Schaden und verhindert Einschüchterung fast jedes Mal. Schockschuss. Wandelt alle vollgeladenen ATB-Einheiten in einen geballten Schuss um. Schockpotenzial groß. Oh, keine Ahnung. Machen wir einfach mal, ne? Achso, da ist auch noch was. Ja, das tut weh. Da! Auf den hat er vorher gezielt. Was ist denn das? Was ist denn das da im Hintergrund? Kann man meine Maus sehen? Moment. Nee, kann man nicht. Sonst hätte ich es euch gezeigt. Naja. Mit oben und unten kannst du nach Lust und Laune bzw. Kampfsituation zwischen den Charakteren in deiner Gruppe wechseln. Mit L2 und R2 kannst du deinen Gefährten aber auch befehlen, ihre Fähigkeiten einzusetzen, ohne zu ihnen wechseln zu müssen. Oh Gott, das wird ja noch richtig kompliziert. Huch, das meinte ich. Was ist das für Zeug? Oh, da ist auch noch was. Da geht noch was. Ja, weißt du was? Cloud, komm. Ich finde Schwert besser. So, zack, zack. Barrett kann sich mit seinen komischen Geschützen selbst um die kümmern. Der braucht mich nicht. War das alles? Hauptsache cool, ne? Hauptsache cool, ja. So, ich habe hier den Teil hier gar nicht erkunden dürfen. Wir gehen mal kurz zurück. Oder ist das vorwärts? Nee, das ist zurück. Hier war der Fahrstuhl. Okay, schade, ist nichts. Mal gucken, was die Datenbank sozusagen hat. War denn hier? Nein. Gegner-Datenbank. Wachhund. Von der Shinra-Sicherheitsbehörde abgerichteter Kampfhund, der Wachtrupps begleitet und im Kampf unterstützt. Mit seinem ausgeprägten Geruchssinn wittert er Eindringlinge schon von Weitem und greift sie mit ebenso wilden wie präzisen Attacken an. Besiegt 3, geschockt. Oh. Ist doch mehr eine Katze, oder? Vor allem, was soll diese Auswülstung da auf seinem Rücken? Das ist doch kein Hund mehr. Kannst du mir doch nicht erzählen, dass das ein Hund ist. Das ist ein Panther. Gekreuzt vielleicht mit dem Hund. Und keine Ahnung, was das da oben da sein soll. So, Monodrive. Eine künstliche Lebensform aus der Abteilung für chemische Forschung, der eine KI eingepflanzt wurde. Sie wird zur Bewachung der Makoreaktoren eingesetzt. Gab sie damals schon auch? Kommt mir bekannt vor, ja. Sieht auf jeden Fall gruselig aus mit dem komischen Augapfel obendrauf. Wer produziert denn so eine künstliche Lebensform? Sehr seltsam. Alpha Laser. Ein autonomes Abwehrsystem aus der Abteilung für Waffenentwicklung. Es wird eingesetzt, um Makoreaktoren und andere wichtige Einrichtungen zu bewachen. Sobald seine Sensoren Eindringlinge erfassen, wird das Feuer eröffnet. Ja gut, ja. Ja, was die Flügel da hinten sollen, weiß ich auch nicht. Aber ansonsten, ja, ein Geschütz. Vielleicht lädt das die Munition nach. Ich weiß es nicht. Aber schade, bisher noch keinen besonderen Loot daraus gezogen. Da gehen wir erstmal weiter. Ach, du bist schon hier. Da drüben. Alles klar. Da scheint jemand etwas gegen Besucher zu haben. Eigentlich habe ich ja nichts dagegen, wenn es heiß hergeht. Aber mit diesen Lasern ist nicht zu spaßen. Ich nehme an, du weißt, was zu tun ist.
Die Laser sind nach einem Muster programmiert. Wenn sie aussetzen, gehen wir durch. Ganz genau. Okay, ich gehe zuerst. Ich stehe einfach auf dem Nervenkitzel. Hey! Sieh mir mit deinen himmelblauen Augen ja gut zu. Außerhalb von Kämpfen kannst du sprinten. Halte dazu R1 oder R2 gedrückt oder drücke einmalig L3. Durch Drücken von L3 sprintest du weiter, bis du stehen bleibst. Ja, das habe ich gemacht. Kenn ich. Das habe ich schon die ganze Zeit gemacht. So, eine Frage. Wer zur Hölle installiert so etwas? Wieso sollen die aussetzen? Das ist doch Schwachsinn. Und zudem kann man hier einfach durchcrouchen in der Mitte. Da. Wenn man da einfach durchkriecht, weißt du, wenn man nicht komplett irgendwie inkompetent ist und denkt, ja, ich laufe da einfach durch. Man kann da einfach durchkriechen. Gut, wird ein bisschen warm vielleicht an den Schultern, aber man überlebt es. Na gut. Gehen wir durch. Aber ich sprinte extra nicht, um euch zu demonstrieren, wie schwachsinnig diese Laser sind. Barrett. Man hat gehört, wie er gegengelaufen ist. Oh, Barrett hat's überlebt. Nice. Gibt's denn doch irgendwas? Nix zu looten. Ich glaube, gegen so eine Maschine werden wir gleich kämpfen. Kann das sein? Oder sind das Fahrzeuge? Oder sind das Bohrer? Das sieht aus wie... Okay. Wir werden gegen so eine Maschine gleich kämpfen. Spoiler! Wer hätte's gedacht? Na gut. So, es ist wirklich nicht angenehm, die R-Tasten zu drücken bei der PlayStation, muss ich sagen. Es ist echt unangenehm. Zumindest die hintere. Die vordere ist noch okay, aber die hintere, alter Schwede. Okay, das ist ein anderes Muster. Wer programmiert sowas? Ja, zumindest für Leute mit Hirnmasse. 3-mal Barrett. Zähl mit. Zähl mit. Ja, ich habe keine Hirnmasse. Kann ich immer noch wechseln? Nee. Oh, ich dachte, hier wäre irgendwas versteckt. Hör das auch mal auf. Ha! Barrett, lauf! Das ist unglaublich, ey. Naja, das liegt ja mehr schlecht als das. Meine Schuld ist es nicht. Ich konnte ihn nicht lenken, sonst hätte ich es gemacht. So, da unten wartet der Miniboss auf uns. Und wir haben... Ja, Barrett hat jetzt so viel Leben verloren dadurch. 20 Heiltränke. Erwischen ist der Name Programm. Dann müssen wir ihn einfach zuvorkommen. Ja, alles klar. Ich laufe erstmal in die Richtung, ne? Vielen Dank für die Hilfe übrigens. Wie heißt du? Keine Ahnung, wie die heißt. Die war jetzt nie wirklich wichtig. Hat wahrscheinlich nicht mal einen Namen. Also sie hat schon einen Namen. Also in Final Fantasy 7 hatte sie einen Namen, das weiß ich. Aber ich weiß nicht mehr, wie sie heißt, weil sie... Sie ist unwichtig fürs Spiel. Die werden wir nie wiedersehen. Höchstwahrscheinlich. Ada. Alles klar. Was macht der? Heilt 20 MP. Na gut. Ich denke nicht, dass wir es derzeit benötigen. Oh Gott, das geht ja direkt los. Wir müssen gezielt vorgehen. Wir verwenden Magie. Und zwar im richtigen Augenblick. Was für eine Magie? Was denn für eine Magie? Feuer. Nein, ausweichen. Alles klar, wir können alle zaubern.
Durch bestimmte Angriffe oder nach einer festen Schadensmenge kannst du Gegner ins Straucheln bringen. Wenn ein Gegner ins Straucheln kommt, wird schockanfällig über seine Schockleiste angezeigt. Wenn du ihn dann mit Fertigkeiten oder Magie triffst, füllt sich deine Schockleiste besonders schnell und steigert deine Chance. Achso, schockanfällig heißt nicht, dass er gleich in Schock ist. Deine Chance, ihn vollkommen wehrlos zu machen. Manche Fähigkeiten oder auch Magie sind dazu besser geeignet als andere. Und auch Elemente können bei diesem Vorgang eine entscheidende Rolle spielen. Finde die Schwachpunkte deiner Gegner heraus. Alles klar. So, Impuls. Zack. Und dann, ich glaube, Blitz wäre ganz gut gegen ihn, ne? Okay, Magie geht gerade nicht mehr. Schock. Unter Schock sind Gegner für kurze Zeit wehrlos und erleiden besonders viel Schaden. Wenn du geschockte Gegner mit deiner Spezialfähigkeit angreifst, kannst du außerdem deine ATB-Leiste sehr schnell aufladen. Nutze diesen Effekt, um einen geschockten Gegner mit mächtigen Fähigkeiten Magie den Rest zu geben. Alles klar. Wir switchen. So. Und dann Fähigkeiten. Der ist ja schon geschockt. Stiller an der Wille. Für uns. Und ich setze dafür den Mutangriff ein. Ah, er ist schon nicht mehr geschockt. Scheiße. Oh, er hat sich schon umgedreht. Macht der überhaupt Schaden? An Barrett macht er ja Schaden, ja. Gleich haben wir ihn. Nice. Bosskämpfe sind cool, ja. Bist du eigentlich? Rang. Soldat ersten Rangs, nicht Jahrgangs. Mit deinem Soldatrang imponierst du hier keinen. Ich wollte wissen, wie alt du bist. Bei Soldat wird wohl nicht geplaudert. Nur blind Befehlen gefolgt, was? Yep. Schon gut, kapiert. Bist ein Ersti, fein. Oh. Ich bin unwürdig. Mir ist was eingefallen. Wie wollen die das machen? Es gibt gar keinen Siegestanz hier. BDF! Siegestanz! Man muss doch irgendwie tanzen können. Komm schon, tanze. Tanz für mich. Mit Tanzaffel, tanz für mich. Ach Mann. Den besten Teil haben sie natürlich rausgenommen. Eigentlich müsste er, wenn er sein Schwert halt so reintut, müsste er es halt in der Luft noch schwingen und dann reinstecken. Das wird später nochmal richtig, richtig wichtig. Also wirklich, es ist spielrelevant sozusagen. Dass sie das rausgenommen haben, ich weiß nicht, wie die das dann da umsetzen wollen. Trotzdem, ich werde trotzdem jedes Mal ein reintun. Mal gucken. Aber es war noch nicht der Bossfight, der eigentlich so schwer war damals. Der war eher hier. Glaube ich. Das hier ist das Zentrum des Reaktors. Ach, Jesse. Der Sprengsatz muss dort runter. Alles klar, Jesse Lane. Dann wollen wir mal. Wo ist denn nicht die andere Kollegin? Jetzt mal ernsthaft. Wir sind jetzt ganz nah dran. Ich kann das Mako förmlich riechen. Weil rein theoretisch haben wir den etwas dickeren ja zurückgelassen. Das ist mir klar. Aber was ist der mit dem Stirnband? Ich glaube, ich krieg eine Gänsehaut. Frohe Weihnachten. Angst oder was? Nee, vor Freude. Von diesem Tag habe ich schon als kleiner Junge geträumt. Phoenix wieder. Cool. Kann wieder jemanden wiederbeleben. Ab hier ist es nicht mehr weit. Ich halte hier die Stelle. Wir sehen uns später. Das. Falsche Richtung. Kletter die Leiter runter. Ich wollte mich umschauen.
Das Schwierige an diesem ganzen Spiel wird einfach nur sein, diese Szenen aus dem alten Spiel wiederzuerkennen. Aber das hier erkenne ich wieder, ganz klar. Boah, ist das cool. Na, guck mal einer an. Nichts leichter als das. Genug. Oh, der ist oben. Aaron, kümmere dich um den da oben. Guck mal den Geschütz, das Geschützviech an, Mann. Ah. Ja, er hat natürlich keine ATB. Oh, ich verstecke mich mal hier und tanke, ne? Du machst das schon, Barrett. Mach es fertig. Mach es fertig. Okay, irgendwie war das nicht wirklich getankt. Alter Barrett, ich mach das schon. Meine Fresse. Nicht mal das kannst du alleine. Junge, Junge, ganz schön tief. Na, zum Glück bin ich ja schwindelfrei. Nützt dir auch nichts, wenn du da runterfällst. Sehr witzig. Weißt du was? Wir switchen hier mal. Ach Mann. Nicht übertreiben. Ich übernehme. Das wird doch nichts. Jetzt ist er natürlich wieder unten. Okay. Wir haben's geschafft. Kommt jetzt ein Freudentanz. Ida. Und? Irgendwie irgendwas bekommen. Heilung, keine Ahnung. Irgendwie so ähnlich. So. Heilige Scheiße. Das ist aber nur Wasser, oder? Kann mir nicht vorstellen, dass das die Energie ist von der Erde. Oder vielleicht saugen sie mit dem Wasser alles ab. Ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist das auch kein Wasser. Wie ist das Marco, ne? Marco-Energie. Ist das die Marco-Energie? Kann ich mir nicht vorstellen. So. Dann gucken wir doch mal kurz in die Gegnerdatenbank. Hat sich irgendwas aktualisiert eigentlich? Wirksam, leicht Resistenz, stark Resistenz, immun. Ja, das können wir alles gar nicht mehr sehen. Ist das denn Mensch? Boden. Ist denn Mensch Boden? Ach so. Das sind die Elemente. Ich sehe hier keinen Boden. Auch kein Mensch. Aber ich denke mal, die haben verschiedene Schwächen und so. Hä? Warte. Wieso? Achso, umblättern. Ah, Fähigkeiten. Ah, ich sehe schon. Wachhund. Na gut. Auslöscher. Ein bewegliches Abwehrsystem mit Eigenantrieb aus der Abteilung für Waffenentwicklung. Es verweilt im Schlafmodus, bis es Eindringlinge erfasst und wechselt dann sofort in den Eliminierungsmodus. Ja, krasse Scheiße. Sieht das echt zusammengeschustert aus. Ah. Aber logischerweise muss alles irgendwelche Augen haben. Es wäre cooler gewesen, wenn die Augen quasi durch dieses Blech vorne durchgeleuchtet hätten. Dann wollen wir doch mal runtergehen und die Bombe platzieren. Aber ich schwöre euch, Leute, es war ein anderer Bossfight, der mir damals so zugesetzt hat. Ach, der kam erst sehr, sehr viel okay. Das ist, wenn wir uns mit Shinra anlegen. Dann kommt der Bossfight, der mir so zu schaffen gemacht hat. So, Leute, ich muss heute die Folge mal ein bisschen früher beenden. Denn das nächste Ereignis dauert sehr, sehr lange. Und das hätte ich gerne alles in einem Schnitt. Und deswegen verabschiede ich mich jetzt schon von euch. Wir sehen uns morgen zu, ja, einem langen Ereignis. Haut rein.